Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Ausgabe der Vorlesung Schuldrecht allgemeiner Teil in dieser Woche. Heute zu etwas späterer Stunde. Ich hatte heute ab 12 Uhr, wie ich Ihnen gesagt habe, Gremiensitzungen an der Fakultät. Deswegen heute etwas später. In der gestrigen Stunde haben wir mit der Lösung von Fall 1 begonnen. Die L hat bei E eine Waschmaschine zum Preis von 500 € gekauft, die nach der Vereinbarung der Parteien in die Wohnung der L geliefert werden sollte. Bei der Anlieferung stößt der E eine Vase im Wert von 100 € um und jetzt werden wechselseitige Ansprüche geltend gemacht. Der E verlangt von L die Zahlung des Kaufpreises von 500 €, umgekehrt die L von E Schadensersatz für die Vase. Beim Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises, dem primären Erfüllungsanspruch, haben wir unproblematisch festgestellt, mit dem wirksamen Abschluss des Kaufvertrages ist der Anspruch entstanden. Damit ist also ein Vertrag mit sowohl Leistungs- als auch Rücksichtnahmepflichten geschlossen worden. Der Anspruch ist nicht erloschen und er ist auch durchsetzbar. Und wir haben aus diesem Vertrag aber neben dieser Hauptleistungspflicht der Kaufpreiszahlung auch Rücksichtnahmepflichten im Sinne des 241 Absatz 2 zur Rücksichtnahme auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen. Und auf eine Verletzung einer solchen Rücksichtnahmepflicht könnte dann der Anspruch der L gegen den E auf Zahlung von Schadensersatz für die Vase gestützt werden. Wir haben also zum einen als Anspruchsgrundlage Paragraph 280 Absatz 1 BGB, daneben auch noch ein deliktischer Schadenersatzanspruch aus Paragraph 823 Absatz 1. Für den Anspruch aus 280 Absatz 1 ist Voraussetzung, dass im Zeitpunkt des schädigenden Verhaltens schon ein Schuldverhältnis zwischen den Parteien bestanden hat, hier in Gestalt des Kaufvertrages, also ein vertragliches Schuldverhältnis. Und die weitere Voraussetzung der objektiven Pflichtverletzung war hier ebenfalls gegeben. Hier geht es allein darum, bei der Pflichtverletzung, bei diesem objektiven Tatbestandsmerkmal, dass nach dem äußeren Ablauf ein Zurückbleiben des Schuldners hinter seinem Pflichtenkatalog feststellbar ist. Hier war das nicht auf die Leistungspflichten bezogen, sondern hier konnte eine Rücksichtnahmepflichtverletzung vorliegen, und zwar in Gestalt einer Verletzung des Eigentumsrechts an der Vase. Und eine solche Verletzung konnten wir hier unproblematisch feststellen. Dementsprechend war auch dieses objektive Tatbestandsmerkmal der Pflichtverletzung erfüllt. Und jetzt sagt Paragraph 280 Absatz 1 Satz 2, das ist in der Vorschrift negativ formuliert. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Anders formuliert, die Haftung auf Schadensersatz nach Paragraph 280 Absatz 1 besteht nur im Falle eines solchen Vertretenmüssens. Und beim Vertretenmüssen geht es um die subjektive Zurechnung der objektiv vorliegenden Pflichtverletzung. Nur dann, wenn sich der Schuldner die objektiv gegebene Pflichtverletzung auch subjektiv zurechnen lassen muss, wenn er sie zu vertreten hat, nur dann haftet er auf Schadensersatz. Das war also jetzt hier der nächste Prüfungspunkt, die Frage der subjektiven Zurechnung der objektiven Pflichtverletzung. Hier geht es, wie gesagt, um die Frage, ist der Schuldner subjektiv innerlich verantwortlich für die Pflichtverletzung? Es geht also um die Verantwortlichkeit des Schuldners. Und in welchen Fällen hat der Schuldner eine Pflichtverletzung zu vertreten? Das ergibt sich aus Paragraph 276 Absatz 1 Satz 1. Diese Vorschrift des Paragraphen 276 Absatz 1 Satz 1 sagt, der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos zu entnehmen ist. Diesen Halbsatz 2, den lassen wir erst einmal beiseite. Uns interessiert zunächst einmal der Grundtatbestand des Vertretenmüssens und dieser Tatbestand besteht in Vorsatz oder Fahrlässigkeit. Der Oberbegriff für Vorsatz und Fahrlässigkeit ist Verschulden. Wir haben also im deutschen Schadensersatzrecht das sogenannte Verschuldensprinzip. Auf Schadensersatz wird im Grundsatz nur bei Verschulden gehaftet und genauer gesagt nur bei eigenem Verschulden des Schuldners, also nicht ohne weiteres für fremdes Verschulden einer dritten Person. Ein solches fremdes Verschulden kann im Rahmen des 280 Absatz 1 unter Umständen zugerechnet werden. Dazu kommen wir dann aber im Fall 2 noch näher. Grundsatz also, Verschuldensprinzip,
Haftung nur für eigenes Verschulden und Verschulden ist der Oberbegriff für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Ja, was ist unter Vorsatz, was ist unter Fahrlässigkeit zu verstehen? Was würden Sie sich unter Vorsatz vorstellen, wenn Sie vielleicht auch an die Vorlesung Strafrecht denken? Da spielt ja der Vorsatz auch eine wichtige Rolle. Im Strafrecht besteht eine strafrechtliche Verantwortung ja im Grundsatz nur bei Vorsatz, es sei denn, das Gesetz lässt ausdrücklich fahrlässige Begehung ausreichen. Ja, was würden Sie unter Vorsatz verstehen? Wie würden Sie den Vorsatz definieren? Ja, also Vorsatz, ja, bitte, Herr Enzweiler. Ja, der Wille zur Verwirklichung eines Straftatbestandes in Kenntnis aller seiner objektiven Tatbestandsmerkmale? Ja, das wäre die strafrechtliche Definition. Ne? Sie haben also ein Willens- und ein Wissenselement und genau das Gleiche gilt auch für den Vorsatzbegriff des Zivilrechts. Vorsatz bedeutet also die wissentliche und willentliche Begehung der Pflichtverletzung. Vorsatz liegt also dann vor, wenn die betreffende Pflichtverletzung wissentlich und willentlich begangen wird. Und ganz ähnlich wie im Strafrecht reicht auch für das Zivilrecht Eventualvorsatz aus. Wobei die Unterscheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit für das Zivilrecht nicht ganz so bedeutend ist, denn für 280.1 für die Haftung auf Schadensersatz nach vertraglichen Regeln reicht Fahrlässigkeit aus. Das heißt also, es ist hier nicht zwingend Vorsatz erforderlich. Das ist im Strafrecht, wie gesagt, anders. Im Strafrecht braucht man für eine Strafbarkeit grundsätzlich Vorsatz, wenn nicht das Gesetz ausdrücklich Fahrlässigkeit ausreichen lässt, wohingegen für die zivilrechtliche Schadenersatzhaftung Fahrlässigkeit ausreicht, sodass diese Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit jedenfalls für 280 Absatz 1 und auch für den Grundtatbestand der deliktischen Haftung 823 Absatz 1 nicht ganz so bedeutend ist. Nur ganz ausnahmsweise braucht man ausdrücklich Vorsatz. Wir hatten eine Vorschrift, die ausdrücklich Vorsatz verlangt, schon kennengelernt, auch aus dem Deliktsrecht, nämlich Paragraf 826 BGB. Diese Haftung auf Schadensersatz greift nur bei einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung ein. Das heißt, mit 826 haben wir ausnahmsweise mal eine Vorschrift, eine Schadenersatzvorschrift, die explizit Vorsatz verlangt. Im Grundsatz aber reicht Fahrlässigkeit aus. Ja, was ist unter Fahrlässigkeit zu verstehen? Da finden wir in 276 sogar eine Legaldefinition. Also der Gesetzgeber selbst definiert, was unter Fahrlässigkeit zu verstehen ist. Und das wird in 276 Absatz 2 wie folgt definiert. Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Fahrlässigkeit also das Außerachtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Das heißt also, für die Bestimmung, ob ein fahrlässiges Verhalten vorliegt, muss man zunächst einmal die Sorgfaltsmaßstäbe bestimmen, die generell im Rechtsverkehr oder zumindest in einem bestimmten Teil, in einem bestimmten Segment des Rechtsverkehrs gelten. Und dieser Maßstab ist streng objektiv zu bestimmen. Fahrlässigkeit also ein objektiver Maßstab. Zunächst einmal Bestimmung nach objektiven Kriterien, welche Sorgfaltsanforderungen ganz allgemein im Rechtsverkehr oder zumindest in einem bestimmten Verkehrskreis gelten. Das muss man also letztendlich nach dem jeweiligen Verkehrskreis bestimmen. Zum Beispiel, wenn es um die Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall geht, die Erste Hilfe, da wird man an einen medizinischen Laien, der nur auf der Grundlage eines Erste-Hilfe-Kurses Hilfe leistet, weniger strenge Sorgfaltsanforderungen stellen müssen als an einen professionellen Arzt, der zufällig vor Ort ist, der natürlich nach den Regeln der ärztlichen Kunst diese Erste Hilfe durchführen muss. Für den gelten also strengere Sorgfaltsanforderungen oder für einen Gewerbetreibenden, für eine Person, also die professionell bestimmte Geschäfte vornimmt, muss man auch höhere Sorgfaltsmaßstäbe ansetzen als für einen Verbraucher, eine Privatperson, die nur gelegentlich bestimmte Rechtsgeschäfte, bestimmte Transaktionen vornimmt. Also immer Bestimmung des im jeweiligen Verkehrskreis geltenden Sorgfaltsmaßstabs und das nach objektiven Kriterien. Das ist also der erste Schritt bei der Bestimmung, ob fahrlässiges Verhalten vorliegt. Und dann setzt Fahrlässigkeit das Außerachtlassen dieser im Verkehr erforderlichen Sorgfalt voraus. Das heißt, es muss also ein Zurückbleiben hinter den jeweils geltenden Sorgfaltsanforderungen feststellbar sein. Ist das der Fall, dann liegt ein fahrlässiges Verhalten des Schuldners vor. Und auch das reicht für das Vertreten müssen im Sinne des 280 Absatz 1 Satz 2 BGB aus.
Grundsätzlich wird also nur für Vorsatz und Fahrlässigkeit gehaftet, nur für Verschulden. Verschulden, der Oberbegriff für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Aber es wird auf der anderen Seite auch für jede Fahrlässigkeit gehaftet. Selbst leichteste Fahrlässigkeit reicht also für eine Haftungsbegründung nach 280.1 im Grundsatz aus. Und dementsprechend also führt schon ein nur ganz geringfügiges Zurückbleiben hinter den Sorgfaltsanforderungen zu einer Schadensersatzhaftung. Dieser generelle Maßstab des Verschuldens, Vorsatz und jede Fahrlässigkeit kann aber sowohl im Sinne einer strengeren als auch im Sinne einer milderen Haftung verändert werden. Diese Veränderung kann auf einer vertraglichen Vereinbarung beruhen. Sie kann aber auch auf einer gesetzlichen Vorschrift beruhen. Also die Parteien können durch Vereinbarung eine strengere Haftung bestimmen. Sie können aber auch eine mildere Haftung bestimmen, zum Beispiel, dass nicht für jede Fahrlässigkeit, sondern nur für grobe Fahrlässigkeit gehaftet wird, und eine solche Haftungsverschärfung, aber auch eine Haftungsmilderung kann sich auch aus dem Gesetz ergeben. Das steht ausdrücklich so in § 276 Absatz 1 Satz 1. Grundsätzlich muss Vorsatz und Fahrlässigkeit, und zwar nur Vorsatz und Fahrlässigkeit, aber auch jede Fahrlässigkeit vertreten werden, es sei denn, eine strengere oder mildere Haftung ist bestimmt. Bestimmt kann diese strengere oder mildere Haftung sein im Gesetz oder durch eine vertragliche Vereinbarung, noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos. Also es gibt Ausnahmen, in denen wir entweder eine strengere oder aber eine mildere Haftung als die, die 276 Absatz 1 Satz 1 grundsätzlich anordnet, haben. Ja, an der Stelle dann als Einschub, das ist jetzt nicht unmittelbar auf den Fall bezogen, aber das eben in dem Kontext mit den Verschuldensmaßstäben, mit den Maßstäben für das Vertreten müssen. Auf der einen Seite können Haftungsmilderungen bestimmt sein, und zwar vertraglich bestimmt sein. Es kann zwischen den Parteien vertraglich vereinbart werden, dass der Schuldner nicht für jede Fahrlässigkeit haftet, sondern zum Beispiel nur für grobe Fahrlässigkeit haftet. Aber für solche vertraglichen Haftungsmilderungsvereinbarungen gibt es Grenzen. Für individualvertragliche Vereinbarungen, also Vereinbarungen, die nicht in AGB, in allgemeinen Geschäftsbedingungen erfolgen, gibt es nur die allgemeine Grenze des 276 Absatz 3. 276 Absatz 3 sagt, die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im Voraus erlassen werden. Das heißt also, eine Haftungsmilderung dahingehend, dass der Schuldner noch nicht einmal für Vorsatz haften muss, die ist auch in einem Individualvertrag unwirksam. Das also die Grenze für individualvertragliche Haftungsmilderungsvereinbarungen. Wenn man eine Haftungsmilderung in AGB vorsieht, in allgemeinen Geschäftsbedingungen, dann muss die Inhaltskontrolle nach den Paragraphen 307 folgende berücksichtigt werden. Und wir haben in Paragraph 309 Nummer 7 eine Grenze für Haftungsmilderungsvereinbarungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Paragraph 309 Nummer 7. Sagt, eine Vereinbarung in allgemeinen Geschäftsbedingungen ist unwirksam, wenn ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, also für solche Körperverletzungen oder Verletzungen des Lebens, der Gesundheit, kann die Haftung nach § 309 Nummer 7 Buchstabe a nicht in AGB ausgeschlossen werden. Und das Gleiche gilt für eine Haftung für grobes Verschulden. Ebenfalls unwirksam ist eine Klausel in AGB, die nach § 309 Nummer 7 Buchstabe b, die einen Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen, also für grobes Verschulden, kann die Haftung in AGB nicht wirksam ausgeschlossen werden und darüber hinaus auch nicht in Bezug auf Schäden, die aus einer Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, also Personenschäden resultieren. Da haben wir also eine noch strengere Schranke für Haftungsmilderungsvereinbarungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eine Haftungsmilderung kann aber, wie schon gesagt, nicht nur vertraglich vereinbart, sondern auch im Gesetz vorgesehen sein. Und da gibt es zum Beispiel die Vorschrift des Paragraphen 300 Absatz 1 BGB.
Die sieht eine Beschränkung der Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit vor. Paragraph 300 BGB steht in den Vorschriften über den Gläubigerverzug, über den Annahmeverzug. Wir schauen zunächst einmal in den Paragraphen 293 BGB. Paragraph 293 BGB sagt, der Gläubiger kommt in Verzug, in den sogenannten Annahmeverzug, wenn er die ihm angebotene Leistung nicht annimmt. Die Nichtentgegennahme der ordnungsgemäß angebotenen Leistung stellt eine Obliegenheitsverletzung dar. Keine Pflichtverletzung kann auch eine Pflichtverletzung sein, zum Beispiel bei 433.2 beim Kaufvertrag besteht auch eine Pflicht zur Abnahme der Kaufsache. Im Grundsatz ist aber die Nichtentgegennahme der ordnungsgemäß angebotenen Leistung eine Obliegenheitsverletzung. Und wie jede Obliegenheitsverletzung führt auch der Annahmeverzug zu Rechtsnachteilen für den Gläubiger. Und einer dieser Rechtsnachteile ergibt sich aus § 300 Absatz 1. Der Schuldner hat während des Verzugs des Gläubigers, während des Annahmeverzugs nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Dann wird also die Haftung des Schuldners während des Annahmeverzugs des Gläubigers beschränkt. Er haftet dann nicht mehr für jede Fahrlässigkeit, wie grundsätzlich, sondern er haftet nur noch für grobe Fahrlässigkeit und natürlich auch für Vorsatz. Das ist also eine Regelung, die eine Haftungsmilderung, eine gesetzliche Vorschrift, die eine Haftungsmilderung vorsieht. Als Rechtsnachteil für den Annahmeverzug wird die Haftung des Schuldners gegenüber dem Gläubiger auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Was ist unter grober Fahrlässigkeit zu verstehen? Der BGH sagt in ständiger Rechtsprechung, die grobe Fahrlässigkeit hat einen objektiven und ein objektives und ein subjektives Merkmal. Objektiv muss bei der groben Fahrlässigkeit ein besonders schwerwiegender Verstoß gegen die ja objektiv zu bestimmenden Sorgfaltsmaßstäbe vorliegen, also objektiv ein besonders schwerwiegender Verstoß gegen die jeweils geltenden Sorgfaltsmaßstäbe. Und in subjektiver Hinsicht sagt der BGH, das ist die Formulierung, die der BGH in ständiger Rechtsprechung verwendet, muss der Schuldner dasjenige außer Acht gelassen haben, was im gegebenen Fall jedem einleuchten musste. Also ein Verhalten, bei dem man als durchschnittlicher Betrachter sagt, wie kann man so etwas nur tun? Zum Beispiel bei Rot über die Ampel einer sehr stark befahrenen Straße gehen. Das wäre ein Beispiel für zum einen einen besonders schwerwiegenden objektiv einen besonders schwerwiegenden Sorgfaltsverstoß und subjektiv wäre das auch ein Verhalten, das im gegebenen Fall jedem oder das Außerachtlassen dessen, was im gegebenen Fall jedem einleuchten musste, subjektiv also ein besonders schwerwiegender Sorgfaltsverstoß. Das ist also die Haftungsmilderung nach § 300 Absatz 1 auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Vorschriften, die eine Haftungsmilderung, eine Haftungsbeschränkung auf die sogenannte eigenübliche Sorgfalt vorsehen oder lateinisch diligentia quam in suis rebus attibere solet. Das heißt also die Sorgfalt, die er, nämlich der Schuldner, in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Die eigenübliche Sorgfalt. Das sind die hier genannten Vorschriften, die hier beispielhaft genannten Vorschriften. Es gibt noch weitere, auch außerhalb des BGB. Das ist zum einen Paragraph 690 BGB, der sieht diese Haftungsbeschränkung auf eigenübliche Sorgfalt vor. Paragraph 690 BGB steht in den Vorschriften über die Verwahrung. Wir schauen zunächst einmal in den Paragraphen 688. Der regelt die vertragstypischen Pflichten beim Verwahrungsvertrag. Durch den Verwahrungsvertrag wird der Verwahrer verpflichtet, eine ihm von dem Hinterleger übergebene bewegliche Sache aufzubewahren. Gegenstand also des Verwahrungsvertrages die Aufbewahrung einer beweglichen Sache. Und Paragraph 690 sagt, wird die Aufbewahrung unentgeltlich übernommen, also ohne dass der Verwahrer dafür ein Entgelt, eine Vergütung bekommt, so hat der Verwahrer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. Hier ist der Gedanke, dass wenn der Verwahrer die Sache kostenlos aufbewahrt, ohne dass er dafür also eine Bezahlung, ein Entgelt bekommt, dann muss er für die Obhut über die Sache auch nur insoweit einstehen, als er auch in eigenen Angelegenheiten eine solche Sorgfalt anwenden würde, also nur für die eigenübliche Sorgfalt. Das wäre also ein Beispiel für die Haftungsbeschränkung auf eigenübliche Sorgfalt. Dann auch bei Gesellschaftsverträgen im Sinne der Paragraphen 705 folgende BGB. Auch da haben wir in Paragraph 708 eine Haftungsbeschränkung auf eigenübliche Sorgfalt. Paragraph
Die Paragraphen 705 folgend regeln den Gesellschaftsvertrag. Paragraph 705 BGB sagt, durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die vereinbarten Beiträge zu leisten. Eine Gesellschaft, also ein Zusammenschluss von mindestens zwei Personen, die sich zu einem gemeinsamen Zweck verbinden. Das ist also kein gegenseitiger Vertrag, jedenfalls nicht im engeren Sinne, sondern dieser Vertrag, dieser Gesellschaftsvertrag ist auf die Erreichung eines gemeinsamen Zwecks gerichtet. Dieser gemeinsame Zweck kann zum Beispiel im gemeinsamen Betrieb einer Anwaltssozietät bestehen. Dadurch würde grundsätzlich eine solche Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Sinne der Paragraphen 705 folgende geschlossen. Ja, und wie sieht das jetzt mit der Haftung der Gesellschafter untereinander aus? Das regelt der Paragraph 708 BGB. Ein Gesellschafter hat bei der Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen aus dem Gesellschaftsvertrag nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. 708 beruht auf zwei Gedanken. Erstens, wenn man mit der Gesellschaft zusammen mit einem anderen einen gemeinsamen Zweck verfolgt, dann ist das auch der eigene Zweck und für die Verfolgung dieses eigenen Zwecks haftet man eben nur für eigenübliche Sorgfalt, weil es eben eine eigene Angelegenheit, eine auch eigene Angelegenheit ist. Darüber hinaus sagt der BGH 708 beruht auf dem Gedanken, dass die Gesellschafter, wenn sie sich zusammenschließen, einander so akzeptieren müssen, wie sie nun einmal sind und wenn der eine etwas nachlässiger ist, dann muss der andere Gesellschafter das eben so akzeptieren. Er sucht sich ja seinen Mitgesellschafter freiwillig aus. Diese Gesellschaft kann ja nur einvernehmlich geschlossen werden. Und auch das ist ein Geltungsgrund für den 708, Haftungsbeschränkung auf eigenübliche Sorgfalt. Dann haben Sie diesen Maßstab der eigenüblichen Sorgfalt auch in bestimmten familienrechtlichen Beziehungen, zum einen der Ehegatten untereinander, 1359 BGB, und der Eltern gegenüber ihrem Kind, Paragraph 1664 BGB. Zunächst einmal der 1359 BGB, der für Ehegatten untereinander gilt, und 1359 beschränkt die Haftung der Ehegatten untereinander auf die eigenübliche Sorgfalt. Paragraph 1359 BGB sagt, die Ehegatten haben bei der Erfüllung der sich aus dem ehelichen Verhältnis ergebenden Verpflichtungen einander nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, welche sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass das ja eine sehr persönliche, sehr intime Beziehung zwischen den Ehegatten ist und innerhalb dieser engen persönlichen Beziehung will man keine scharfe Haftung für jede Fahrlässigkeit, sondern eben nur eine Haftung für eigenübliche Sorgfalt, weil die Ehegatten sonst ständig sich in Rechtsstreitigkeiten miteinander befinden würden. Der ähnliche Gedanke bei der Haftung der Eltern gegenüber den Kindern, also diese Regelung dient, wenn man so will, dem ehelichen Frieden und ganz ähnlich die Regelung des 1664 BGB bezüglich der Haftung der Eltern gegenüber ihren Kindern. Paragraph 1664 Absatz 1 sagt, die Eltern haben bei der Ausübung der elterlichen Sorge dem Kind gegenüber nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, die sie in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegen. Auch hier Rücksicht auf die sehr persönliche Beziehung zwischen Eltern und Kindern und hier soll eben nicht für jede leichte Fahrlässigkeit gehaftet werden, was zur Folge hätte, dass die Kinder womöglich ständig ihre Eltern auf Schadensersatz verklagen würden und damit der Familienfrieden gestört würde. Ja, das also Vorschriften, die die Haftung auf eigenübliche Sorgfalt beschränken. Was aber ist eigentlich diese eigenübliche Sorgfalt? Mit diesem Maßstab der eigenüblichen Sorgfalt wird eine Haftungsmilderung bezweckt, keine Haftungsverschärfung bezweckt. Das heißt also, diese eigenübliche Sorgfalt kann nur zu einer Absenkung des Sorgfaltsmaßstabes, nicht zu einer Erhöhung führen. Selbst dann kommt es nicht zu einer Erhöhung des Sorgfaltsmaßstabs in den Fällen der eigenüblichen Sorgfalt, in denen wir es mit einem besonders pedantischen Schuldner zu tun haben. Das heißt also, wenn man besonders korrekt, besonders pedantisch ist, dann führt das im Rahmen dieser Haftung für eigenübliche Sorgfalt nicht zu einer Verschärfung der Haftung, sondern dieser Sorgfaltsmaßstab kann nur zu einer Milderung der Haftung führen. Bei der eigenüblichen Sorgfalt grundsätzlich wird ja der Sorgfaltsmaßstab objektiv bestimmt nach dem jeweiligen Verkehrskreis. Bei der eigenüblichen Sorgfalt wird der Maßstab ein Stück weit subjektiviert. Und zwar stellt man bei der Bestimmung der eigenüblichen Sorgfalt auch auf die individuelle Veranlagung und das übliche Verhalten gerade des konkreten Schuldners ab. Man schaut sich also den betreffenden Schuldner genauer an und schaut sich an, welches Sorgfaltsverhalten legt der üblicherweise an den Tag und
Wie ist sein übliches Verhalten? Danach richtet sich der für diesen Schuldner geltende Sorgfaltsmaßstab. Und nochmals, dadurch kann es aber immer nur zu einer Milderung, niemals zu einer Verschärfung der Haftung kommen. Das heißt also, wenn wir einen unterdurchschnittlich sorgfältigen Schuldner haben, dann haftet er eben nur für diesen geringeren Sorgfaltsmaßstab. Für die Absenkung des Sorgfaltsmaßstabs im Rahmen der eigenüblichen Sorgfalt gibt es aber eine Grenze. Und diese Grenze finden Sie in § 277 BGB. Und diese Vorschrift gilt für alle Fälle, in denen die Haftung auf eigenübliche Sorgfalt beschränkt wird. Nicht nur die im BGB geregelten Fälle, sondern auch die in anderen Gesetzen geregelten Fälle. Das heißt, wenn Sie irgendwo eigenübliche Sorgfalt lesen, muss Ihnen sofort § 277 BGB einfallen. Und der 277 BGB, der zieht sozusagen eine Untergrenze für die Haftung in den Fällen der eigenüblichen Sorgfalt. § 277 BGB sagt nämlich, wer nur für diejenige Sorgfalt einzustehen hat, welche er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt, das unter anderem nach den Vorschriften, die ich genannt habe, ist von der Haftung wegen grober Fahrlässigkeit nicht befreit. Also in jedem Fall wird für grobe Fahrlässigkeit gehaftet. In der Sache bedeutet die Haftungsmilderung auf eigenübliche Sorgfalt damit letztendlich eine Haftung nur für grobe und eben nicht mehr für leichte Fahrlässigkeit. Ja, das also zu der Haftungsmilderung, Kraftvereinbarung oder Kraftgesetzes, aber die Parteien können auch in die umgekehrte Richtung eine Vereinbarung treffen und es kann auch Kraftgesetzes eine Haftungsverschärfung geben. Solche gesetzlichen Haftungsverschärfungen finden sich insbesondere in den Vorschriften über die sogenannte Gefährdungshaftung. Grundsätzlich, das ist ja der Verschuldensgrundsatz des deutschen Schadensrechts, den es übrigens im angelsächsischen Recht nicht gibt, also beispielsweise im britischen oder im US-amerikanischen Recht wird verschuldensunabhängig auf Schadensersatz gehaftet. Dafür gibt es dort allerdings auch keinen, jedenfalls grundsätzlich keinen Erfüllungsanspruch. Man hat dann als verschuldensunabhängigen Rechtsbehelf sofort den Anspruch auf Schadenersatz. Da gilt aber dieses Verschuldensprinzip nicht. Im deutschen Schadensrecht gilt dagegen das Verschuldensprinzip. Grundsätzlich wird also nur bei Verschulden auf Schadensersatz gehaftet. Davon gibt es einige gesetzliche Ausnahmen und das sind die Fälle der sogenannten Gefährdungshaftung. In den Fällen der Gefährdungshaftung wird verschuldensunabhängig dafür gehaftet, dass man eine gefährliche Sache unterhält oder eine gefährliche Anlage betreibt oder in den Fällen des Paragraphen 833 BGB ein gefährliches Tier hält. Paragraph 833 BGB ist die sogenannte Tierhalterhaftung. Und da gibt es eine Unterscheidung zwischen Nutztieren und Luxustieren. Und der Halter eines Luxustieres, der haftet dann in der Tat verschuldensunabhängig. Da haben wir also eine sogenannte Gefährdungshaftung. Er haftet für die mit dem Halten eines Tieres verbundenen typischen Tiergefahren und zwar ohne Rücksicht auf Verschulden. Paragraph 833 BGB sagt, wird durch ein Tier ein Mensch getötet oder der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, also ein Personen- oder Sachschaden verursacht, so ist derjenige, welcher das Tier hält, der Tierhalter, das ist derjenige, der die Verfügungsgewalt über das Tier hat, nicht notwendig der Eigentümer, entscheidend ist die tatsächliche Verfügungsgewalt, der ist dann verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Ohne Erfordernis eines Verschuldens. Satz 2 sagt dann, die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Schaden durch ein Haustier verursacht wird, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des Tierhalters zu dienen bestimmt ist, sogenannte Nutztiere, und entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. Dieser Satz 2 bezieht sich nur auf sogenannte Nutztiere, also die Kühe, die der Landwirt hält oder die Hunde, die ein privates Sicherheitsunternehmen hält, Nutztiere. Und wenn es sich um ein Nutztier handelt, dann kann man sich durch den Nachweis fehlenden Verschuldens entlasten. Das heißt, bei der Haftung für Nutztiere, 833 Satz 2, haben wir es mit einer verschuldensabhängigen Haftung zu tun, wenn auch das Verschulden vermutet wird. Und im Umkehrschluss bedeutet das für 833 Satz 1, dass dieser Satz 1 nur für sogenannte Luxustiere gilt, die also für rein private Zwecke gehalten werden. Und bei 833 Satz 1 bedarf es keines Verschuldens. Das ist also eine verschuldensunabhängige und damit eine Gefährdungshaftung. Ja, Gefährdungshaftung für Luxustiere, Verschuldenshaftung für Nutztiere. Das also die im BGB geregelte Gefährdungshaftung und ein ganz wichtiger Fall in der Praxis, sehr wichtiger Fall, der wohl wichtigste Fall in der Praxis einer Gefährdungshaftung ist § 7 Absatz 1
Straßenverkehrsgesetz, StVG. Paragraph 7 StVG sagt, wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, also ein Personen- oder Sachschaden verursacht, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Auch hier kein Verschuldenserfordernis, sondern nach § 7 Absatz 2 ist die Ersatzpflicht nach 7 Absatz 1 nur ausgeschlossen bei höherer Gewalt. Also auch hier kein Verschuldenserfordernis, sondern eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung. Der Gesetzgeber sieht den Betrieb, sieht das Halten eines Kraftfahrzeugs als potenziell gefährlich an, weil das Kraftfahrzeug eben schnelle Geschwindigkeiten hat. Es kann leicht mit Personen oder Sachen kollidieren, diese dabei beschädigen oder verletzen. Und der Preis für diese zulässige Nutzung eines Kraftfahrzeugs ist eben, dass man dieser strengen Gefährdungshaftung ausgesetzt ist als Halter des Fahrzeugs, also als derjenige, der die Verfügungsgewalt über das Fahrzeug hat. Und da kommt es nicht darauf an, ob der Halter selbst am Steuer saß. Diese verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung nach § 7 Absatz 1 greift selbst dann ein, wenn der Halter gar nicht selbst gefahren ist. Also eine verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung. Daneben haftet unter Umständen noch der Fahrer des Fahrzeugs, verschuldensabhängig. Diese in jedem Fall aber haftet der Halter eines Fahrzeugs verschuldensunabhängig nach § 7 Absatz 1 StVG. Also auch das eine Gefährdungshaftung, die kein Verschulden voraussetzt. Daneben gibt es auch vertraglich vereinbarte Haftungsverschärfungen und einige davon sind in § 276 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 ausdrücklich angesprochen. § 276 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 regelt also die Ausnahmetatbestände vom Verschuldensprinzip des Halbsatzes 1. Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten, wenn eine strengere oder mildere Haftung weder bestimmt ist, und diese strengere Haftung kann bestimmt, also auch vertraglich bestimmt sein, noch aus dem sonstigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos zu entnehmen ist. Diese beiden ausdrücklich genannten Fälle, Übernahme einer Garantie oder Übernahme eines Beschaffungsrisikos, das sind letztendlich Sonderfälle einer vertraglich vereinbarten Haftungsverschärfung. Eine Garantie, unter einer Garantie versteht man die Übernahme einer verschuldensunabhängigen Haftung. Eine Garantie liegt also dann vor, wenn durch entsprechende vertragliche Vereinbarung zwischen den Parteien vereinbart wird, dass der Schuldner nicht nur bei Verschulden, sondern ohne Rücksicht auf Verschulden haftet. An das Vorliegen einer solchen Garantie sind allerdings hohe Anforderungen zu stellen, wegen eben dieser doch sehr weitreichenden Konsequenz einer verschuldensunabhängigen Haftung muss man insbesondere für die konkludente Übernahme einer Garantie hohe Anforderungen stellen. Das heißt also, es muss sich aus dem Verhalten der Parteien eindeutig ergeben, dass der, oder besser des Schuldners eindeutig ergeben, dass er nicht nur bei Verschulden, sondern auch ohne Verschulden gegenüber dem Gläubiger haften möchte. Auch das Beschaffungsrisiko ist letztendlich ein Fall einer konkludenten Übernahme einer verschuldensunabhängigen Haftung. Dieses Beschaffungsrisiko, das kommt immer dann vor, wenn der Schuldner sich verpflichtet, eine Sache, die er noch nicht hat oder zumindest noch nicht ausgesondert hat, zu beschaffen, am Markt zu beschaffen. Und das kommt vor allen Dingen bei der Gattungsschuld, der sogenannten Gattungsschuld, vor. Von einer Gattungsschuld spricht man dann, wenn die Parteien die zu liefernde Sache oder die zu liefernde Leistung nur der Art nach, also nur der Gattung nach bestimmen. Und in einem solchen Fall muss eben der Schuldner aus der Gattung, die die Parteien vereinbart haben, eine Sache mittlerer Art und Güte auswählen, aussondern. Und für dieses sogenannte Beschaffungsrisiko haftet er verschuldensunabhängig. Und dieses Beschaffungsrisiko kann nicht nur bei einer Gattungsschuld vorliegen, sondern kann im Grundsatz auch bei einer sogenannten Stückschuld oder Speziesschuld vorliegen. Das heißt, auch dann, wenn eine ganz konkrete Sache geschuldet wird, der Schuldner sich aber diese Sache selbst noch nicht in seinem Besitz oder in seinem Eigentum hat, sondern sich verpflichtet, diese anderweitig zu beschaffen, auch dann haben wir eine solche Beschaffungsverpflichtung und damit einhergehend ein sogenanntes Beschaffungsrisiko. Und immer wenn ein solches Beschaffungsrisiko übernommen wird, haftet der Schuldner verschuldensunabhängig, allerdings nur für typische Beschaffungsrisiken. Ein solches typisches Beschaffungsrisiko bei einer Gattungsschuld wäre zum Beispiel, dass es zu einer erheblichen Preissteigerung kommt und der Schuldner jetzt
mehr bezahlen muss, um die betreffende Sache, die betreffende Ware zu beschaffen. Das wäre ein solches typisches Beschaffungsrisiko und in gewissen Grenzen auch Lieferschwierigkeiten, wenn es dagegen zu einem unerwarteten Kriegsausbruch zum Beispiel kommt. Es kann etwa keine Ware mehr aus der Ukraine bezogen werden wegen dieses Kriegsausbruchs. Das wäre wohl etwas, was dieses typische Beschaffungsrisiko übersteigt und für das dann nicht mehr verschuldensunabhängig gehaftet wird. Ein ungeschriebener Fall einer verschuldensunabhängigen Haftung ist für Geldschulden anerkannt. Bei Geldschulden gilt der Grundsatz, Geld hat der Schuldner zu haben. Der Schuldner muss sich also die für die Erfüllung von Geldschulden erforderlichen Zahlungsmittel beschaffen, wenn er sie nicht selbst hat. Das ist also, wenn man so will, auch eine Form eines Beschaffungsrisikos. Und für Geldschulden haftet der Schuldner dementsprechend ebenfalls verschuldensunabhängig. Das ist nicht explizit im Gesetz geregelt, ergibt sich aber insbesondere daraus, dass wir ein Zwangsvollstreckungsrecht in der ZPO haben, eine Insolvenzordnung haben und aus diesen Vorschriften der Zwangsvollstreckung, aus den Vorschriften des Insolvenzrechts ergibt sich, dass der Schuldner auch dann, wenn er keine liquiden Zahlungsmittel hat, für eine Geldschuld einstehen muss, dann wird eben gegen ihn zunächst einmal geklagt, ein sogenannter Vollstreckungstitel in Gestalt eines der Klage stattgebenden Urteils erwirkt und auf der Grundlage dieses Vollstreckungstitels kann dann gegen den Schuldner die Zwangsvollstreckung betrieben werden. Das heißt also, das Geld wird von ihm zwangsweise eingetrieben und wenn er kein Geld hat, dann werden eben andere Sachen zum Beispiel gepfändet, veräußert und aus dem Erlös, aus der Zwangsversteigerung kann sich der Gläubiger dann befriedigen. Und bei der Insolvenzordnung, selbst wenn der Schuldner überschuldet ist oder zahlungsunfähig ist, selbst dann muss er weiterhin einstehen und es wird dann über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet. Sein gesamtes Vermögen wird vom Insolvenzverwalter in Beschlag genommen und das, was an Vermögen vorhanden ist, wird dann im Grundsatz gleichmäßig auf die Gläubiger verteilt. Auch die Existenz einer Insolvenzordnung belegt, dass der Schuldner ohne Wenn und Aber und somit verschuldensunabhängig für seine Zahlungspflichten, also für seine Geldschulden, einzustehen hat. Ja, das also die Fälle von Haftungsmilderungen, Haftungsverschärfungen, einerseits im Gesetz, andererseits vertraglich. Und eine weitere Anmerkung zum Vertreten müssen, zum Verschulden. Sie wundern sich vielleicht, warum § 280 Absatz 1 etwas merkwürdig formuliert ist, denn wenn Sie das mit § 823 Absatz 1 vergleichen, wir schauen einmal in den Paragraphen 823 BGB, die deliktische Schadenersatzhaftung, § 823 Absatz 1 sagt, wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper und so weiter verletzt. Hier ist also das Verschulden, Vorsatz oder Fahrlässigkeit als Voraussetzung, als positive Voraussetzung der Schadenersatzpflicht formuliert. Wenn Sie diese Formulierung in 823.1 mit der Formulierung in § 280 Absatz 1 vergleichen. Dort ist das fehlende Verschulden negativ formuliert, also das fehlende Verschulden als Haftungsausschlusstatbestand. § 280 Absatz 1 sagt, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubige Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Und an dieser Formulierung, dies gilt nicht, wenn, sehen Sie, dass hier im Vergleich zu 823.1 wir eine Beweislastumkehr haben. Das Verschulden ist hier nicht, anders als bei 823.1, als Anspruchsvoraussetzung formuliert. Diese müsste nach den allgemeinen Beweislastregeln der Anspruchsteller, also der Geschädigte, nachweisen, sondern das fehlende Verschulden ist hier als Haftungsausschlusstatbestand formuliert und Haftungsausschlusstatbestände müssen immer von dem Anspruchsgegner, also von dem Schuldner, vom Schädiger nachgewiesen werden. Das heißt, wir haben also im Vergleich zu 823.1 eine Beweislastumkehr dahingehend, dass das Verschulden in den Fällen des 280.1 vermutet wird. Der Schuldner hat aber die Möglichkeit, sich zu entlasten. Der Schuldner muss also gegebenenfalls den Nachweis führen, dass ihn kein Verschulden, kein Vertreten müssen trifft. Und damit ist die Beweislast umgekehrt im Vergleich zu 823.1. Bei 823.1 muss der Schädiger, der Gläubiger nachweisen, dass ein Verschulden des Schuldners, des Schädigers vorliegt. Bei 280.1 wird dagegen das Verschulden des Schuldners, des Schädigers vermutet und der Gläubiger kann also im Grundsatz auf der Grundlage dieser Vermutung Schadensersatz verlangen. Der Schuldner hat aber die Möglichkeit, durch
den Nachweis fehlenden Verschuldens diese Vermutung zu widerlegen. Hier muss also der Schuldner, der Schädiger nachweisen, dass ihn kein Verschulden trifft. Insoweit ist die Haftung aus 280.1 stärker als die aus 823.1. Sie ist für den Geschädigten, für den Gläubiger günstiger, weil er eben bei 280.1 das Verschulden nicht positiv nachweisen muss. Das muss er dagegen bei 823.1. Und das ist also eine der Stärken der vertraglichen Schadenersatzhaftung im Vergleich zur deliktischen Schadenersatzhaftung. Ja, also aus dieser negativen Formulierung des 280.1.2 folgt, dass das Verschulden, das Vertreten müssen, vermutet wird und der Schuldner die Möglichkeit hat, sich zu entlasten. Der Schuldner muss also den Nachweis fehlenden Verschuldens führen, wohingegen bei 823.1 der Gläubiger den Nachweis des Verschuldens führen muss. Ja, zurück zu unserem Fall. Wir hatten hier die Frage aufgeworfen, liegt ein Vertreten müssen des E bezüglich der Pflichtverletzung durch das Umstoßen der Vase vor? Ein vorsätzliches Verhalten können wir hier ausschließen. Der E hat die Vase nicht wissentlich und willentlich umgestoßen. Die Frage ist also, liegt Fahrlässigkeit auf Seiten des E vor? Hat er also, wie 276 Absatz 2 das verlangt, die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen? Hier müssen wir zunächst einmal den Sorgfaltsmaßstab bestimmen. Und bei einem gewerblichen Händler wie dem E gilt ein strenger Sorgfaltsmaßstab. Der E unternimmt ja solche Maßnahmen ständig. Er liefert also ständig gewerblich Waren in die Wohnung seiner Kunden. Das ist also etwas, was er gewohnheitsmäßig beruflich macht. Dementsprechend kann man von ihm eine besondere Sorgfalt, eine höhere Sorgfalt erwarten als von einer Privatperson, die nur gelegentlich mal etwas in eine fremde Wohnung liefert. Also ein strenger Sorgfaltsmaßstab. Und wenn man diesen strengen Sorgfaltsmaßstab anlegt, dann hat E diesen Sorgfaltsmaßstab hier wohl nicht eingehalten, sodass wir von einem fahrlässigen Verhalten ausgehen können. Ohnehin wird ja die Fahrlässigkeit, wird das Verschulden vermutet nach 280.1.2. Hier können wir es aber durchaus auch positiv feststellen, weil E sich eben unachtsam in der Wohnung verhalten hat, also sorgfaltswidrig sich verhalten hat. An einem Vertreten müssen, an einer Fahrlässigkeit würde es dagegen beispielsweise fehlen, wenn der E nicht sozusagen von sich aus die Vase umgestoßen hätte, sondern von einer dritten Person gegen die Vase gestoßen worden wäre, dann würde es womöglich aber auch schon an einem für die Pflichtverletzung ursächlichen Verhalten des E fehlen. Jedenfalls aber würde es dann an einer Sorgfaltspflichtverletzung und damit am Vertreten müssen fehlen. Hier in unserem Fall aber unproblematisch ein Vertreten müssen gegeben und das bedeutet, der E haftet dem Grunde nach auf Schadensersatz. Der haftungsbegründende Tatbestand ist also in unserem Fall 1 erfüllt. Jetzt stellt sich die Frage, was ist die Rechtsfolge? Und diese Rechtsfolge ordnet 280 Absatz 1 Satz 1 an. Der Gläubiger kann Ersatz des hierdurch, also des durch die Pflichtverletzung entstandenen Schadens, verlangen. Die Rechtsfolge ist also Schadensersatz, genauer gesagt der Ersatz des hierdurch, also des durch die Pflichtverletzung entstandenen Schadens. Und wir sind jetzt im haftungsausfüllenden Tatbestand. Ja, also diese Voraussetzungen für die Haftung dem Grunde nach des 280 Absatz 1, das ist der haftungsbegründende Tatbestand. Und bei der Rechtsfolge, beim Schadensersatz, beim Umfang des zu ersetzenden Schadens, da geht es um den haftungsausfüllenden Tatbestand. Ja, das führt zu der Frage, was ist überhaupt unter einem Schaden zu verstehen? Unter einem Schaden versteht man ein unfreiwilliges Vermögensopfer, also kennzeichnend für den Schaden zum einen die Vermögenseinbuße und zum anderen, dass diese Vermögenseinbuße unfreiwillig ist. Dieses Merkmal der Unfreiwilligkeit unterscheidet den Schaden von den Aufwendungen. Von Aufwendungen spricht man dann, wenn wir ein freiwilliges Vermögensopfer haben, etwa im Fall des Paragraphen 670 BGB, der Beauftragte kann vom Auftraggeber Aufwendungsersatz verlangen. Aufwendungen sind freiwillige Vermögensopfer, Schäden sind demgegenüber unfreiwillige Vermögensopfer. Mit dem Wort hierdurch, Ersatz des hierdurch entstandenen Schadens, wird das Merkmal der Kausalität angesprochen. Es muss also Ursächlichkeit, es muss Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und der eingetretenen unfreiwilligen Vermögenseinbuße bestehen, also Kausalitätserfordernis. Und man spricht hier auf der Rechtsfolgenseite im haftungsausfüllenden Tatbestand von der haftungsausfüllenden Kausalität, also der Kausalität zwischen
der Pflichtverletzung und dem Schaden, wohingegen im haftungsbegründenden Tatbestand dementsprechend von der haftungsbegründenden Kausalität die Rede ist. Das wäre die Kausalität zwischen dem Verhalten des Schuldners und der eingetretenen Pflichtverletzung. Hier in unserem Fall war das völlig unproblematisch. Der ist gegen die Vase gestoßen, dadurch ist die Vase zerstört worden. Hier haben wir also eine unmittelbare Kausalität. Das musste dementsprechend auch gar nicht groß problematisiert werden. Aber zu unterscheiden ist eben zwischen der Kausalität im haftungsbegründenden Tatbestand, der haftungsbegründenden Kausalität zwischen dem Verhalten des Schuldners und der Pflichtverletzung, beziehungsweise, wenn Sie das auf den 823.1 übertragen, bedarf es eben der Kausalität zwischen einem Verhalten des Schädigers und der Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung. Und die haftungsausfüllende Kausalität, damit ist gemeint die Kausalität zwischen der Pflichtverletzung und der unfreiwilligen Vermögenseinbuße, also dem Schaden, beziehungsweise in den Fällen des 823.1 die Kausalität zwischen der Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung und dem eingetretenen Schaden. Zur Kausalität müssen Sie allerdings nur in einer Klausur nur dann Ausführungen machen, wenn diese Kausalität problematisch ist. Und die Kausalität ist insbesondere dann problematisch, wenn wir eine sogenannte mittelbare Kausalität haben, wenn also die Pflichtverletzung nicht unmittelbar durch das Verhalten des Schuldners eingetreten ist, sondern noch weitere Ereignisse oder weitere Zwischenschritte oder sogar das Verhalten einer dritten Person dazwischen lag. Und entsprechendes gilt auch für die haftungsausfüllende Kausalität. Eine mittelbare Kausalität haben wir, wenn der Schaden nicht unmittelbar durch die Pflichtverletzung herbeigeführt worden ist, sondern wenn es dazwischen noch weitere Schritte, noch Zwischenschritte gab. In diesen Fällen der bloß mittelbaren Kausalität, da kann es in der Klausur geboten sein, die Kausalitätsproblematik näher anzusprechen. Sobald Sie aber eine unmittelbare Kausalität haben, ist das unproblematisch und muss in der Regel auch nicht, zumindest nicht ausführlich erörtert werden. Ja, was setzt aber diese Kausalität im Einzelnen voraus? Und diese Grundsätze gelten sowohl für die haftungsbegründende als auch für die haftungsausfüllende Kausalität. Das Kausalitätserfordernis wird dort, wo der Sachverhalt dazu Anlass bietet, wenn der Sachverhalt insoweit unproblematisch ist, würden Sie dazu keine weiteren Ausführungen machen. Dort aber, wo Sie Probleme im Sachverhalt hinsichtlich der Ursächlichkeit der Kausalität haben, da ist das in zwei Schritten zumindest gedanklich zu prüfen. Zunächst einmal bedarf es der sogenannten natürlichen Kausalität. Das heißt also, das schädigende Verhalten muss Conditio sine qua non für den eingetretenen Schaden sein. Anders gesagt, wenn man sich das Verhalten des Schädigers hinwegdenkt, des Schuldners hinwegdenkt, dann müsste damit der Schaden entfallen. Das also mit der Conditio sine qua non gemeint. Man kann also das Verhalten des Schädigers nicht hinwegdenken, ohne dass dadurch der Schaden entfallen würde. Hinsichtlich dieser natürlichen Kausalität und hinsichtlich des Conditio sine qua non Erfordernisses gilt die sogenannte Äquivalenztheorie. Äquivalent bedeutet gleichwertig, also alle in Betracht kommenden Ursachen sind für die Beurteilung der natürlichen Kausalität gleichwertig. Wenn also es mehrere Ursachen gegeben hat, dann ist gleichwohl jede der einzelnen Ursachen gleichwertig ursächlich für den eingetretenen Schaden. Und es reicht also eine bloße Mitursächlichkeit aus und mehrere nebeneinander stehende Umstände, die ursächlich waren, sind gleichwertig, sind also gleichermaßen dann ursächlich im Sinne der natürlichen Kausalität. Die bloße natürliche Kausalität reicht jedoch nach übereinstimmender Meinung in Schrifttum und Rechtsprechung nicht aus, sondern es bedarf einer Korrektur dieser andernfalls viel zu weitreichenden Haftung. Und diese Korrektur, diese wertende Korrektur wird anhand von zwei Gesichtspunkten vorgenommen. Zum einen der Gedanke der Adäquanz und zum anderen der Gedanke des Schutzzwecks der verletzten Norm. Was ist mit Adäquanz gemeint? An der Adäquanz fehlt es dann, wenn die Verletzung bzw. der Schaden als Folge der Ursache, der betreffenden Ursache des betreffenden Verhaltens des Schuldners aus der Sicht eines optimalen Beobachters nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht voraussehbar war. Bei der Adäquanz geht es also um die Frage, war ein solcher Schaden als Folge des in Rede stehenden Verhaltens nach allgemeiner Lebenserfahrung aus der Sicht eines optimalen Beobachters voraussehbar? Dort, wo das nicht der Fall ist, würde es an einer Kausalität im zivilrechtlichen Sinne fehlen. Man muss sich also immer die Frage stellen, insbesondere in den Fällen bloß mittelbarer Kausalität,
ist ein solcher Schaden, wie er jetzt eingetreten ist, aus der Sicht eines optimalen Beobachters nach allgemeiner Lebenserfahrung voraussehbar oder nicht. Dort, wo das nicht der Fall ist, da würde es, wie gesagt, an der Adäquanz fehlen. Die Adäquanz allein reicht jedoch nicht aus, sondern es muss noch der Gedanke des sogenannten Schutzzwecks der verletzten Norm hinzukommen. Das heißt, man muss weiter überlegen, ob es im Rahmen des Schutzzwecks der vom jeweiligen Schuldner, vom jeweiligen Schädiger verletzten Norm, verletzten Verhaltensmaßregel liegt, einen Schaden der jetzt eingetretenen Art zu verhindern. Das ist also die Fragestellung bei der Prüfung des Schutzzwecks der Norm. Man muss zunächst einmal sich anschauen, welche Norm ist durch das Verhalten des Schuldners verletzt worden, welche Verhaltensregel ist durch das Verhalten des Schuldners verletzt worden. Und die zweite Frage ist dann, vor welchen Schäden, vor welcher Art von Schäden sollte diese Norm, die der Schuldner verletzt hat, nach ihrem Sinn und Zweck schützen. Und die dritte Frage ist dann eben, liegt der konkret eingetretene Schaden noch innerhalb dieses Schutzzwecks oder außerhalb? Wenn er außerhalb des Schutzzwecks liegt, dann hätten wir keine Kausalität im Rechtssinne. Ja, dazu als Beispiel etwa der Fall des OLG Frankfurt, der hier angegeben ist, der Hochzeitssaalfall. Im Fall des OLG Frankfurt hat ein Ehepaar einen Hochzeitssaal angemietet für eine private Hochzeitsfeier. Und nach den Angaben des Vermieters dieses Hochzeitssaales sollte dieser Saal für 300 Personen ausreichen. Tatsächlich passten aber nur 200 Personen rein, mit der Folge, dass die Eheleute eine Reihe von Gästen wieder ausladen mussten. Und sie machten nun geltend, dadurch seien ihnen Geschenke entgangen. Sie hätten also, wenn sie entsprechend den Angaben des Vermieters nicht 200, sondern 300 Leute hätten einladen können, dann hätten sie eben von 100 weiteren Personen Geschenke bekommen und den dadurch entgangenen Betrag wollten sie nun von dem Vermieter ersetzt haben. Ja, die Adäquanz war hier wohl gegeben. Es liegt ja nicht außerhalb des nach allgemeiner Lebenserfahrung voraussehbaren, dass wenn man einen zu kleinen Saal für eine solche Veranstaltung überlässt, dass dann Gäste ausgeladen werden. Also die Adäquanz war hier gegeben. Die Frage war nur, liegt es innerhalb des Schutzzwecks der verletzten Norm, dass man jetzt also diese Mindereinnahmen in Gestalt von Hochzeitsgeschenken hatte. Das hat das OLG Frankfurt verneint, denn bei einer solchen ideellen Veranstaltung wie einer Hochzeitsfeier, da geht es ja nicht darum, dass man ermöglicht, dass man mit dieser Hochzeitsfeier etwas verdient in Gestalt von Geschenken. Das ist also nicht der Zweck dieses Vertrages über die Überlassung des Hochzeitssaales. Und dementsprechend lag der hier eingetretene Schaden außerhalb des Schutzzwecks der verletzten Norm, Schutzzweck des Vertrages, der hier verletzt worden war durch die Überlassung eines entgegen den vertraglichen Angaben zu kleinen Saales. Schutzzweck des Vertrages war die Ermöglichung einer ideellen Feier, nicht dagegen die Erzielung von Einnahmen in Gestalt von Geschenken, also gewissermaßen ein kommerzieller Zweck. Das war nicht Zweck des Vertrages. Dementsprechend fehlte es in diesem Fall am Schutzzweckzusammenhang und dementsprechend also keine Haftung des Vermieters für die ausgebliebenen Geschenke. Wie gesagt, ist die Frage der Kausalität, der Adäquanz des Schutzzwecks der Norm, insbesondere in den Fällen mittelbare Kausalität, zu überprüfen. Und da haben sich unter anderem diese beiden Fallgruppen der Schockschäden und der sogenannten Herausforderungsfälle in der Rechtsprechung herausgebildet. Von Schockschäden spricht man dann, wenn man Zeuge eines Unfalls wird und das, was man da beobachtet, eine Person wird von einem Auto angefahren, das schockt einen so sehr, dass man gesundheitliche Schwierigkeiten dadurch bekommt. Und da stellt sich eben die Frage, haftet der Unfallverursacher auch für diese bei dem Beobachter eingetretenen Gesundheitsschäden, die medizinisch behandlungsbedürftig sind. Er leidet eine Depression oder vielleicht sogar Herzprobleme durch den erlittenen Schock. Da unterscheidet die Rechtsprechung also zunächst einmal, was die Adäquanz anbelangt. Da liegt es ja nicht außerhalb des nach allgemeiner Lebenserfahrung voraussehbaren, dass wenn man einen Unfall im Straßenverkehr oder sonstigen Unfall verursacht, dass das andere Personen sehen und dass die durch den Anblick von verletzten Menschen oder Ähnlichem sehr schockiert sind. Das liegt also nicht außerhalb des nach allgemeiner Lebenserfahrung voraussehbaren. Das heißt, die Adäquanz wäre bei solchen Schockschäden gegeben. Die Frage ist nur, gehört es zum Schutzzweck der verletzten Norm, auch für solchen Schäden zu schützen? Und da differenziert der BGH. Er sagt also, ein Stück weit soll diese Verhaltensregel, man muss sich an die Verkehrsregeln halten, darf im
Straßenverkehr keinen Unfall verursachen, auch vor solchen Schockschäden schützen, aber nur dort, wo dieser Schock nachvollziehbar, also eine nachvollziehbare Reaktion auf den Unfall ist. Und das nimmt der BGH nur bei nahen Angehörigen an. Wenn also nahe Angehörige beobachten müssen, wie ihr Familienangehöriger von einem Fahrzeug überfahren wird beispielsweise oder sonstige Schäden im Straßenverkehr insbesondere erleidet. Das ist also noch innerhalb des Schutzzwecks der Norm. Wenn es sich dagegen um völlig Unbeteiligte handelt, die den Unfall zufällig beobachten, dann ist das, so der BGH, allgemeines Lebensrisiko. Und die Vermeidung von allgemeinen Lebensrisiken gehört niemals zum Schutzzweck von Verhaltensanforderungen. Das ist also die Differenzierung des BGH. Also Schockschäden bei nahen Angehörigen liegen innerhalb des Schutzzwecks der Norm, dagegen nicht bei Personen, die völlig unbeteiligt sind und mit der verletzten Person nichts zu tun haben. Bei denen ist das allgemeines Lebensrisiko. Und ebenfalls keinen Schutzzweckzusammenhang sieht der BGH, wenn Haustiere überfahren oder generell Tiere überfahren werden. Da sagt auch der BGH, da sind Schockschäden dann doch nicht mehr so naheliegend, wie das eben bei der Verletzung von nahen Angehörigen der Fall wäre. Eine andere Fallgruppe sind die sogenannten Herausforderungsfälle. Da geht es um jene Fälle, wo als weiteres Ereignis zwischen das Verhalten des Schuldners oder des Schädigers und dem eingetretenen Schaden eine eigenverantwortliche Handlung des Geschädigten selbst tritt. Und ein Beispiel wäre etwa, dass eine Person in einem Kaufhaus etwas stiehlt. Das wird vom Kaufhausdetektiv beobachtet und der Kaufhausdetektiv nimmt dann die Verfolgung des aus dem Laden fliehenden Diebes auf. Bei der rasanten Verfolgungsjagd stürzt der Kaufhausdetektiv zu Boden und verletzt sich schwer am Knie. Jetzt ist die Frage, haftet der weggelaufene Dieb auch für diesen Körperschaden, den der Kaufhausdetektiv verursacht hat. Wir haben auch in einem solchen Herausforderungsfall, Verfolgungsfall, keine unmittelbare Kausalität, denn zwischen dem Verhalten des Diebes, er hat im Laden gestohlen, und diesem Schaden, der dann eingetreten ist, dieser schweren Knieverletzung des Kaufhausdetektives, ist ja die eigenverantwortliche Entscheidung des Kaufhausdetektives, also des Geschädigten selbst, getreten, die Verfolgung aufzunehmen. Das hat er also eigenverantwortlich entschieden. Die Adäquanz ist in solchen Fällen auch gegeben, denn es ist nicht außerhalb des nach allgemeiner Lebenserfahrung voraussehbaren, dass wenn man im Kaufhaus stiehlt, man vom Kaufhausdetektiv beobachtet und verfolgt wird. Das ist also durchaus innerhalb der Adäquanz. Beim Schutzzweckzusammenhang, da differenziert der BGH, da stellt der BGH darauf ab, ob die Aufnahme der Verfolgung und die Aufnahme der damit verbundenen Risiken verhältnismäßig war, wenn es sich um einen Diebstahl von einer Sache im Kaufhaus mit einem Wert von wenigen Euro handelt und dann eine Verfolgungsjagd über vielbefahrene Straßen, über Dächer und so weiter stattfindet, wo also ganz erheblich Risiken aufgenommen werden, nur um einen Dieb einer ganz geringwertigen Sache zu verfolgen. Da würde es wohl an dieser Verhältnismäßigkeit fehlen und da wäre der Schutzzweckzusammenhang nach dieser Differenzierung des BGH nicht gegeben. Wenn dagegen das Risiko, dass man mit der Verfolgung oder dem sonstigen Verhalten eingeht, in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der Angelegenheit steht, dann würde der BGH den Schutzzweckzusammenhang bejahen. Hier in unserem Fall, wo es sich um eine Sache mit normalem Wert im Kaufhaus handelt und die Risiken einer Verfolgung auf dem Bürgersteig überschaubar sind, da wird man wohl eine solche Verhältnismäßigkeit annehmen müssen und dementsprechend wäre hier eine Haftung des Diebes für diesen eingetretenen Schaden gegeben. Ja, und ein letztes Beispiel für einen fehlenden Schutzzweckzusammenhang. Wir nehmen mal einen anwaltlichen Beratungsvertrag. Also der Mandant hat seinen Rechtsanwalt beauftragt, ihn vor Gericht zu vertreten, für ihn eine Klage vor Gericht gegen einen säumigen Schuldner zu erheben. Der Anwalt macht allerdings bei der Vertretung vor Gericht Fehler. Er verletzt also die anwaltlichen Sorgfaltspflichten, trägt beispielsweise Umstände nicht ordnungsgemäß vor, hat die Rechtslage nicht richtig erkannt, mit der Folge, dass die Klage verloren geht. Die Klage wird also vom Gericht abgewiesen. Das hat für den Mandanten den Verlust des Anspruchs zur Folge. Dieser Vermögensschaden, für den muss natürlich der Rechtsanwalt haften. Das liegt ganz klar innerhalb des Schutzzwecks der verletzten Norm. Die
Die Norm, die verletzt worden ist, ist eben die anwaltliche Sorgfaltspflicht und die soll den Mandanten eben gerade auch vor solchen Vermögensnachteilen durch beispielsweise eine verlorene Klage, obwohl der Anspruch begründet war, schützen. Wenn der Mandant sich aber über den verlorenen Prozess so sehr aufregt, dass er einen Herzinfarkt bekommt und ins Krankenhaus eingeliefert werden muss, dann ist zweifelhaft, ob das noch innerhalb des Schutzzwecks der Norm liegt, die damit verbundenen ärztlichen Behandlungskosten. Denn vor solchen Körperschäden soll ja der anwaltliche Dienstvertrag nicht schützen, sondern er soll vor Vermögensschäden schützen. Der Anwalt wird beauftragt, um einen Geldbetrag einzuklagen bei dem anderen, also hat einen Bezug zum Vermögen, nicht dagegen zum Körper des oder zur Gesundheit des Auftraggebers. Dementsprechend würde man in Bezug auf solche Schäden, also die Gesundheitsbeeinträchtigung, dadurch, dass man sich über den vom Anwalt schuldhaft verlorenen Prozess so sehr aufregt, das würde wohl nicht innerhalb des Schutzzwecks der Norm liegen, sodass wir da keine Haftung hätten. Ja, wie gesagt, zur Kausalität müssen Sie in einer Klausur nur dort, wo es dazu Anlass gibt, nach dem Sachverhalt Ausführungen machen. Und diesen Anlass haben Sie vor allen Dingen in den Fällen der mittelbaren Kausalität. Dort also, wo Sie sehen, der Schaden ist nicht direkt, nicht unmittelbar durch das Verhalten des Schädigers, des Schuldners verursacht worden, sondern es sind noch weitere Schritte dazwischen getreten. Dann müssten Sie zu der Kausalität etwas sagen. Und das geschieht eben innerhalb dieser drei Stufen. Natürliche Kausalität, Adäquanz und Schutzzweck der Norm. Ja, wenn Sie diese Kausalität festgestellt haben, dann stellt sich die weitere Frage, in welchem Umfang muss der adäquat kausal auf der Pflichtverletzung oder auf der Rechts- oder Rechtsgutsverletzung beruhende Schaden ersetzt werden? Und der Umfang des ersatzfähigen Schadens, der richtet sich nach den Paragraphen 249 folgende. Das ist sozusagen das geschriebene allgemeine Schadensrecht. Auch diese Grundsätze zur Kausalität gehören zum allgemeinen Schadensrecht. Und diese 249 folgende, das sind die ausdrücklich geschriebenen, die ausdrücklich kodifizierten Regeln des allgemeinen Schadensrechts. Die Folien sind schon hochgeladen, ja, die finden Sie schon in OLAT. Die 249 folgende, also die gesetzlich ausdrücklich geregelten Normen des allgemeinen Schadensrechts. Und diesen 249 folgende BGB, denen liegen zwei ganz zentrale Gedanken zugrunde. Der eine Gedanke ist der der Totalreparation. Das heißt also, wenn ein Schaden verursacht worden ist, adäquat kausal verursacht worden ist, durch den Schädiger beim Geschädigten, dann kann der Geschädigte im Grundsatz den Ersatz des vollen ihm entstandenen Schadens verlangen. Das ist die sogenannte Totalreparation. Aber auf der anderen Seite darf der Geschädigte durch die Schadensersatzleistung auch nicht besser, nicht vermögensmäßig besser gestellt werden, als er vor dem schädigenden Ereignis bestand. Dementsprechend wird die Schadensersatzleistung beschränkt durch das sogenannte Bereicherungsverbot. Also der Geschädigte darf durch die Schadenersatzleistung vermögensmäßig nicht besser gestellt werden, als er vor dem schädigenden Ereignis stand. Das Bereicherungsverbot. Das sind also die beiden zentralen Grundsätze, die den Regelungen der 249 folgende zugrunde liegen, die zum Teil geschrieben, zum Teil ungeschrieben sind. Und ein weiterer zentraler Grundsatz des allgemeinen Schadensrechts ist der Grundsatz der Naturalrestitution. Dieser Grundsatz ist gleich in der ersten Vorschrift des allgemeinen Schadensrechts verankert in 249 Absatz 1. 249 Absatz 1 sagt, wer zum Schadensersatz verpflichtet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre. Also es muss in natura derjenige Zustand hergestellt werden, der ohne das schädigende Ereignis bestünde. Man spricht insoweit von Naturalrestitution. Und das ist der Grundsatz. Im Grundsatz muss also der Schädiger gar nicht in Geld, sondern durch Naturalrestitution Schadensersatz leisten. Ja, wie kann diese Naturalrestitution aussehen? Hier in unserem Fall haben wir es ja mit der Beschädigung einer Sache oder sogar Zerstörung einer Sache zu tun, nämlich dieser Vase. Diese Naturalrestitution kann in zwei Arten erfolgen. Zum einen natürlich durch Reparatur. Und das bedeutet bei Beschädigung einer Sache, dass die beschädigte Sache repariert wird. Aber der BGH sagt auch, die sogenannte Ersatzbeschaffung ist ebenfalls eine Form der Naturalrestitution. Das kommt insbesondere in Betracht bei der vollständigen Zerstörung einer Sache oder zumindest einem sogenannten wirtschaftlichen Totalschaden, wo also die Reparatur nicht mit wirtschaftlich
zumutbarem Aufwand möglich ist, nicht mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand möglich ist. Ersatzbeschaffung also, es wird anstelle der zerstörten Sache eine gleichwertige Sache neu beschafft und dem Geschädigten zur Verfügung gestellt. Das sind also die beiden Arten der Naturalrestitution, Reparatur der beschädigten Sache oder aber Ersatzbeschaffung der entweder zerstörten oder mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht mehr zu reparierenden Sache. Zwischen beiden Arten der Naturalrestitution hat der Geschädigte die Wahl, hat der Gläubiger also die Wahl, aber es gilt das Wirtschaftlichkeitspostulat und dieses Wirtschaftlichkeitspostulat leitet der BGH aus 249 Absatz 2 Satz 1 her. Dort heißt es, ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen, also nur den erforderlichen Geldbetrag. Und aus diesem Merkmal erforderlich leitet der BGH das Wirtschaftlichkeitspostulat her. Das bedeutet, dass der Geschädigte sich für diejenige Art der Naturalrestitution entscheiden muss, die wirtschaftlich betrachtet den geringeren Aufwand für den Schädiger bedeutet. Das ist also das sogenannte Wirtschaftlichkeitspostulat. Also ich meine, dass ich die Folien allesamt eingestellt habe. Ich schaue es aber nach der Vorlesung nochmal nach. Ich meine, dass sie alle in OLAT eingestellt sein müssen. Ich überprüfe es aber nach der Vorlesung nochmal. Ja, das Wirtschaftlichkeitspostulat also, grundsätzlich muss diejenige Form der Schadenersatzleistung der Naturalrestitution gewählt werden, die den geringeren wirtschaftlichen Aufwand erfordert. Und das bedeutet, sobald die Ersatzbeschaffung teurer ist als die Reparatur oder umgekehrt, dann muss eben der Geschädigte sich für die jeweils andere Art der Naturalrestitution entscheiden, beziehungsweise der Schädiger kann dann sagen, nein, ich verweise dich auf die jeweils wirtschaftlich günstigere Form der Naturalrestitution. Von diesem Wirtschaftlichkeitspostulat gibt es allerdings eine Ausnahme und diese Ausnahme macht der BGH vor allem bei Beschädigung eines Kraftfahrzeugs. Bei Beschädigung eines Kraftfahrzeugs, da lässt der BGH sogar eine Reparatur dann zu als Art der Naturalrestitution, wenn die Kosten der Reparatur bis zu 130% der Wiederbeschaffungskosten für das Fahrzeug betragen würden, das sogenannte Wirtschaftlichkeitspostulat. Bei Beschädigung eines Kraftfahrzeugs, da berücksichtigt der BGH nämlich, dass der Geschädigte ja mit seinem bisherigen Kraftfahrzeug sehr vertraut ist und wenn jetzt im Wege der Ersatzbeschaffung er ein anderes Kraftfahrzeug bekäme, das er nicht kennt, dessen Vergangenheit, dessen Historie er nicht kennt, mit dem er also nicht so vertraut ist, das wäre eine doch erhebliche Belastung für den Geschädigten und deswegen bei Kraftfahrzeugen, sagt der BGH, kann selbst dann die Reparatur verlangt werden, wenn deren Kosten bis zu 130% der Kosten für die Ersatzbeschaffung, das heißt also des Wiederbeschaffungswertes für ein neues gleichwertiges Kraftfahrzeug betragen. Da macht also der BGH, wenn man so will, eine Ausnahme vom Wirtschaftlichkeitspostulat und berücksichtigt auch dieses subjektive Element des sozusagen Vertrautseins mit dem Kraftfahrzeug. Es wird diskutiert, dass auch auf andere Beschädigte gebrauchte Sachen anzuwenden. Primär findet aber diese Rechtsprechung zur 130%-Grenze auf die Konstellation der Beschädigung eines Kraftfahrzeugs Anwendung. Dort aber, wo die Kosten für die Reparatur über 130% der Wiederbeschaffungsaufwands betragen, da kann der Geschädigte dann doch nicht mehr die Reparatur verlangen, sondern dann muss er sich vom Schädiger auf die Ersatzbeschaffung verweisen lassen. Insoweit gilt dann doch wieder das Wirtschaftlichkeitspostulat. Ja, das also die eine Form der Schadenersatzleistung, Naturalrestitution. Daneben gibt es aber, und daran denkt man ja in erster Linie, wenn man den Begriff Schadenersatz hört, gibt es auch die Schadenersatzleistung in Geld, die allerdings im Verhältnis zur Naturalrestitution im Grundsatz subsidiär ist. Das heißt also, erst einmal muss man immer schauen, ist eine Naturalrestitution möglich? Und nur dort, wo das Gesetz das zulässt, kann Schadensersatz in Geld verlangt werden. Zum einen kann man nach einer Fristsetzung von der Naturalrestitution zur Schadenersatzforderung in Geld übergehen als Geschädigter. § 250 BGB sagt, der Gläubiger kann dem Ersatzpflichtigen
also dem Schädiger, zur Herstellung eine angemessene Frist mit der Erklärung bestimmen, dass er die Herstellung, die Naturalrestitution, nach dem Ablauf der Frist ablehne. Nach dem Ablauf der Frist kann der Gläubiger den Ersatz in Geld verlangen. Das wäre also eine Möglichkeit des Übergangs von der Naturalrestitution zur Schadenersatzleistung in Geld. Setzen einer Frist für die Naturalrestitution und wenn diese Frist abgelaufen ist, dann kann man Schadenersatz in Geld verlangen. Diese Vorschrift spielt aber in der Praxis kaum eine Rolle. Deutlich wichtiger der Paragraph 251 BGB. 251 BGB Absatz 1 sagt, soweit die Herstellung nicht möglich oder zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, hat der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld zu entschädigen. Soweit die Herstellung, also die Naturalrestitution, nicht möglich ist, das setzt voraus, dass beide Arten der Herstellung der Naturalrestitution nicht möglich sind, also weder eine Reparatur noch eine Ersatzbeschaffung. Das kann man beispielsweise bei Unikaten annehmen. Es ist ein Gemälde, ein Kunstwerk, vollständig zerstört worden, Reparatur nicht möglich, aber auch Ersatzbeschaffung nicht möglich, weil es dieses Gemälde nur einmal gibt. In einem solchen Fall wären also beide Arten der Naturalrestitution nicht möglich und dementsprechend könnte Schadensersatz in Geld verlangt werden. Ebenfalls, wenn die Naturalrestitution zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist, zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend. Das nimmt man zum Beispiel beim sogenannten merkantilen Minderwert einer reparierten Sache an. Wenn man eine beschädigte Sache, zum Beispiel ein beschädigtes Kraftfahrzeug, repariert, dann ist das Kraftfahrzeug zwar nach der Reparatur wiederhergestellt, aber es verbleibt immer ein sogenannter merkantiler Minderwert. Das ist der Minderwert, den ein Unfallfahrzeug im Vergleich zu einem nicht verunfallten Fahrzeug hat. Also Fahrzeuge, die schon einmal in der Vergangenheit einen Unfall hatten, die haben einen geringeren Marktwert als Fahrzeuge, die unfallfrei sind. Deswegen wird ja die Unfallfreiheit auch in Kfz-Kaufverträgen häufig auch zugesichert oder zumindest im Vertrag angegeben. Also die Unfallfreiheit als ein wertsteigerndes Element und dementsprechend der Umstand, dass es schon mal bei dem Fahrzeug einen Unfall gegeben hat in der Vergangenheit, das führt zu einem sogenannten merkantilen Minderwert. Und dieser merkantile Minderwert verschwindet durch die Reparatur nicht. Im Gegenteil, gerade durch die Reparatur entsteht ja dieser merkantile Minderwert. Und dieser merkantile Minderwert ist dann in Geld auszugleichen. Das heißt also, wenn man sich als Geschädigter für die Reparatur des Fahrzeugs entscheidet, dann kann man das in Naturalrestitution verlangen und man kann zusätzlich noch den nach der Reparatur verbleibenden merkantilen Minderwert, der dann gegebenenfalls von einem Sachverständigen geschätzt werden muss, den kann man zusätzlich in Geld verlangen. 251 Absatz 2 regelt dann noch den Fall, dass die Herstellung, also die Naturalrestitution, nur mit unverhältnismäßigen Aufwendungen möglich ist. In diesem Fall, sagt 251 Absatz 2, kann der Ersatzpflichtige den Gläubiger in Geld entschädigen. Das heißt also, das ist sozusagen ein Recht des Schädigers, wenn die Naturalrestitution von ihm unverhältnismäßige Aufwendungen erfordert, dann kann er den Geschädigten, den Gläubiger, also auf Schadenersatz in Geld verweisen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Reparatur gewählt wird und diese mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand nicht möglich ist. In diesem Fall könnte also auf die Ersatzleistung in Geld verwiesen werden. Und klarstellend heißt es aber in 251 Absatz 2 Satz 2, die aus der Heilbehandlung eines verletzten Tieres entstandenen Aufwendungen sind nicht bereits dann unverhältnismäßig, wenn sie dessen Wert erheblich übersteigen. Mit dieser tierschützenden Vorschrift 251 Absatz 2 Satz 2 will der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung tragen, dass Tiere zwar nach § 90a BGB wie Sachen behandelt werden, aber eben keine Sachen im eigentlichen Sinne sind, sondern sie sind Lebewesen und dementsprechend unter diesem Tierschutzaspekt kann man als Schädiger nicht allein deswegen die Kosten für die Heilbehandlung eines Tieres verlangen, weil die den Wert des Tieres übersteigen. Das also allein reicht nicht für die Annahme der Unverhältnismäßigkeit. Ja, das also die Fälle der 250, 251, wo von der Naturalrestitution zum Schadenersatz in Geld übergegangen werden kann. Die wichtigste Vorschrift in dieser Hinsicht ist aber 249 Absatz 2 BGB. Paragraph 249 Absatz 2 BGB lässt in bestimmten Fällen einen sofortigen
ein sofortiges Verlangen nach Schadenersatz in Geld zu. 249 Absatz 2 ist wegen Verletzung einer Person oder wegen Beschädigung einer Sache Schadensersatz zu leisten, so kann der Gläubiger statt der Herstellung den dazu erforderlichen Geldbetrag verlangen. In diesen Fällen kann also sofort und immer Schadenersatz in Geld, Ersatz des dafür erforderlichen Geldbetrages verlangt werden. Verletzung einer Person, also bei Personenschäden, das gleiche auch bei Sachschäden. Gerade bei Personenschäden liegt ja auf der Hand, dass es, da würde ja die Naturalrestitution eigentlich darin bestehen, dass der Schädiger hingeht und den Geschädigten selbst medizinisch behandelt. Das ist beiden Parteien nicht zumutbar, insbesondere dann nicht, wenn der Schädiger kein Arzt ist, aber auch dem Geschädigten ist es nicht zuzumuten, gerade von demjenigen medizinisch sich behandeln zu lassen, der ihn gerade eben verletzt hat. Und aber auch bei Beschädigung einer Sache ist es oft nicht sachgerecht, die Reparatur oder Ersatzbeschaffung dem Schädiger zu überlassen, sondern da ist es sachgerechter, so die Wertung des Gesetzgebers, dem Geschädigten die Möglichkeit zu geben, den für die Reparatur oder Ersatzbeschaffung erforderlichen Geldbetrag sofort zu verlangen. Also in der Praxis am wichtigsten Fällen des 249 Absatz 2 Satz 1, Beschädigung einer Sache, Verletzung einer Person kann sofort Schadensersatz in Geld verlangt werden, ohne dass es auf die Voraussetzungen der 250, 251 ankommt. Ja, wenn Schadenersatz in Geld verlangt werden kann, bei der Naturalrestitution, da muss eben in natura der Zustand hergestellt werden. Wenn dagegen wir einen der Fälle haben, in denen Schadenersatz in Geld verlangt werden kann, dann stellt sich die Frage, wie berechnet sich denn die Höhe des Schadenersatzes in Geld? Und für die Berechnung der Höhe wird die sogenannte Differenzmethode oder auch Differenzhypothese genannt, herangezogen. Nach dieser Differenzmethode oder Differenzhypothese ist die tatsächliche Vermögenslage des Geschädigten, wie sie jetzt eben infolge des schädigenden Verhaltens sich gestaltet, zu vergleichen mit der hypothetischen Vermögenslage, die ohne das schädigende Verhalten bestünde. Ja, dieser Vergleich ist also im Rahmen der Differenzmethode oder Differenzhypothese vorzunehmen. Der Schaden ist ja eine unfreiwillige Vermögenseinbuße. Man muss also die Vermögenseinbuße in Geld ermitteln. Das geschieht mit der Differenzmethode oder Differenzhypothese. Man vergleicht die Vermögenslage des Geschädigten, wie sie jetzt tatsächlich infolge des schädigenden Ereignisses sich gestaltet, mit derjenigen, wie sie ohne das schädigende Ereignis bestünde. Wenn wir das auf unseren Fall betragen, dann können wir sagen, ohne die Pflichtverletzung des E, ohne dass dieser die Vase umgestoßen hätte, wäre diese Vase nach wie vor vorhanden mit einem Wert von 100 Euro. Jetzt infolge der Pflichtverletzung, infolge also des Umstoßens der Vase, ist die Vase nicht mehr vorhanden und insoweit ist das Vermögen der geschädigten L um den Wert der Vase gemindert. Der Wert der Vase, sagt der Sachverhalt, ist 100 Euro. Um genau diesen Wert ist jetzt das Vermögen gemindert, weil die Vase nicht mehr im Vermögen vorhanden ist. Und dementsprechend beträgt die Differenz eben genau 100 Euro. Ja, hier waren es 100 Euro mehr, jetzt ist es 0, weil die Vase nicht mehr vorhanden ist. Die Differenz sind 100 Euro und das ist eben der in Geld zu ersetzende Schaden. Ja, zusätzlich zu dieser tatsächlichen Einbuße, dadurch, dass etwas aus dem Vermögensbestand weggefallen ist, kann auch einen Schaden darstellen, das, was man ohne das schädigende Ereignis zusätzlich hinzuerworben hätte. Das heißt also, diese Schadenersatzleistung ist nicht auf den vorhandenen Bestand des Vermögens des Geschädigten beschränkt, sondern es kann unter Umständen auch etwas, was der Geschädigte ohne das schädigende Ereignis neu hinzuerworben hätte an Vermögen, kann ebenfalls Gegenstand eines Schadensersatzanspruchs sein. Und das trifft vor allen Dingen auf den entgangenen Gewinn zu. § 252 BGB erweitert den Ersatzanspruch auf den sogenannten entgangenen Gewinn. Der zu ersetzende Schaden umfasst auch den entgangenen Gewinn. Als entgangen gilt der Gewinn, welcher nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte. Nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, davon könnte man hier in unserem Fall ausgehen, wenn es sich um eine Vase gehandelt hätte in einem Porzellangeschäft und diese dort stehenden Vasen, die sind ja geradezu dazu bestimmt, an die Kunden weiter veräußert zu werden. Das heißt, es hätte hier dem gewöhnlichen Lauf der Dinge besprochen, wenn diese Vase, nehmen wir an, für einen Preis von 200 Euro an Kunden weiter veräußert worden wäre. Das heißt also, es ist durch die Zerstörung der Vase dieser Gewinn von 100 Euro
entgangen und der könnte dann zusätzlich zum Wert der Vase ersetzt verlangt werden. Es könnte dann also insgesamt ein Betrag von 200 Euro ersetzt verlangt werden. Das wäre also der gewöhnliche Lauf der Dinge. Im Übrigen, wenn die beschädigte Sache nicht zur Weiterveräußerung bestimmt war, dann müsste man auf diese zweite Alternative besondere Umstände abstellen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen. Wenn also hier in unserem Fall die L die Vase 2 Tage vorher an ihre Freundin F für einen Betrag von 200 Euro veräußert hätte, weil der F die Vase so gut gefallen hat, dann wäre ihr dieser Gewinn aus diesem Veräußerungsgeschäft ebenfalls entgangen, und zwar aufgrund der getroffenen Anstalten, nämlich dieser schon getroffenen vertraglichen Abrede. Und dann könnte sie ebenfalls neben dem Wert der Vase 100 Euro diesen entgangenen Gewinn von weiteren 100 Euro ersetzt verlangen, insgesamt also einen Betrag von 200 Euro. Ja, wenn die Vase schon einen Wertverlust erlitten hat, dann kann natürlich nur der aktuelle Wert der Vase ersetzt verlangt werden. Hier in unserem Fall gehen wir aber davon aus, dass die 100 Euro der aktuelle, der Zeitwert der Vase sind. Ja, möglicherweise war sie ursprünglich mehr wert, jetzt durch Abnutzung weniger. Entscheidend ist immer der Wert, den die Sache im Zeitpunkt der Beschädigung hat. Nur der kann ersetzt verlangt werden. Andernfalls hätten wir ja einen Verstoß gegen das Bereicherungsverbot. Ja, wenn der Gläubiger den ursprünglichen Wert der Vase ersetzt verlangen könnte, dann wäre er bereichert durch das schädigende Ereignis und das würde dem Bereicherungsverbot widersprechen. So, das also allgemeine Grundsätze zur Schadensberechnung und als letzter Grundsatz in diesem Zusammenhang, das ist etwas, was aus dem gerade noch einmal erwähnten Bereicherungsverbot folgt, der Grundsatz der sogenannten Vorteilsausgleichung. Das Bereicherungsverbot besagt ja, dass zwar eine Totalreparation erfolgen muss, das heißt also, der Geschädigte muss durch die Schadenersatzleistung so gestellt werden, wie er ohne das schädigende Ereignis stünde, aber er darf eben nach dem Bereicherungsverbot vermögensmäßig nicht besser gestellt werden. Und wenn das aber durch die im Zuge der Schadenersatzleistung oder sogar durch das schädigende Ereignis selbst geschieht, wenn also durch das schädigende Ereignis oder durch die Schadensersatzleistung dem Geschädigten ein Vorteil zufließt, dann muss dieser Vorteil auf den Schadenersatzanspruch angerechnet werden. Andernfalls käme es ja zu einer unzulässigen Bereicherung durch die Schadensersatzleistung. Das heißt, in diesen Fällen muss dann eine sogenannte Vorteilsausgleichung stattfinden. Das setzt aber immer voraus, erstens, der Vorteil muss adäquat kausal auf dem schädigenden Verhalten beruhen. Das heißt, hier müsste man dieselbe Kausalitätsprüfung vornehmen, wie man sie bei der haftungsbegründenden, bei der haftungsausfüllenden Kausalität vornimmt. Es muss adäquate Kausalität bestehen zwischen dem schädigenden Verhalten und dem eingetretenen Vermögensvorteil. Und darüber hinaus, sagt der BGH, darf die Anrechnung, darf also diese Vorteilsausgleichung dem Zweck der Schadensersatzpflicht nicht widersprechen und der Schädiger darf nicht unangemessen entlastet werden. Das muss also als weitere Voraussetzung hinzukommen. Kein Widerspruch gegen den Zweck der Schadenersatzpflicht und keine unangemessene Entlastung des Schädigers. Ja, was kann ein solcher Vorteil sein? Das kann zum Beispiel die Konstellation sein, dass der Schuldner, wir nehmen mal den Fall einer fehlerhaften Anlageberatung, dem Geschädigten ist durch seine Bank ein Anlageprodukt aufgeschwatzt worden, das verlustträchtig ist. Das heißt also, durch den Erwerb dieses Anlageproduktes erleidet der Geschädigte einen finanziellen Verlust, erleidet der Bankkunde einen finanziellen Verlust. Zugleich kann er aber die eingetretenen Verluste steuerlich nutzen. Er kann also seine Steuerbelastung verringern und das wäre also ein steuerlicher Vorteil, der im Rahmen dieser Vorteilsausgleichung grundsätzlich anzurechnen wäre. Das heißt also, diese Steuerersparnis müsste der Bankkunde, der Geschädigte, sich dann auf seinen Schadenersatzanspruch gegen die Bank wegen der fehlerhaften Anlageberatung anrechnen lassen. Das wäre ein Vorteil, der adäquat kausal auf dem schädigenden Verhalten beruht und die Anrechnung widerspricht auch nicht dem Zweck der Schadenersatzpflicht. In dieser Höhe hat ja der Schuldner tatsächlich Geld gespart. Das muss er eben nicht an Steuern zahlen und dementsprechend würde das dem Zweck der Schadenersatzpflicht nicht widersprechen. Er soll ja eben nur den Nachteil, den er durch die fehlerhafte Anlageberatung erlitten hat, ausgeglichen bekommen. Das wäre aber gewährleistet, auch dann, wenn der Steuervorteil angerechnet wird und man kann auch nicht von einer unangemessenen Entlastung des Schädigers sprechen. Anders würde man das beurteilen hinsichtlich der Vorteilsanrechnung,
bei der Leistung der gesetzlichen Krankenkasse. Bei der Leistung der Gesetz, wenn man also von einem anderen verletzt wird, dann begibt man sich in die ärztliche Behandlung. Wenn man gesetzlich krankenversichert ist, werden sämtliche ärztliche Behandlungskosten von dem Träger der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Das heißt, man hat insoweit gar keinen Schaden. Im Gegenteil, man hat ja einen Vorteil, der einem in Gestalt dieser kostenlosen, weil nämlich von der Krankenkasse bezahlten ärztlichen Behandlungsleistungen zufließt. Dieser Vorteil ist aber ganz klar nicht anzurechnen, denn dadurch würde der Schädiger unangemessen entlastet und darüber hinaus kommt auch durch die Vorschrift des 116 SGB 10 Sozialgesetzbuch Buch 10 zum Ausdruck, dass in diesen Fällen keine Anrechnung stattfinden kann, denn dieser Paragraph 116 SGB 10 Sozialgesetzbuch Buch 10, der sagt, dass soweit die gesetzliche Krankenversicherung an den Geschädigten geleistet hat, der Schadenersatzanspruch des Geschädigten gegen den Schädiger auf den Träger der gesetzlichen Krankenversicherung übergeht. Und das setzt aber ja denknotwendig voraus, dass es einen solchen Anspruch überhaupt gibt. Auch daraus lässt sich herleiten, dass in einem solchen Fall es dem Zweck der Schadenersatzpflicht der gesetzlichen Regelung widersprechen würde, wenn eine Anrechnung, eine Vorteilsausgleichung stattfinden würde. Eine Vorteilsausgleichung findet dagegen statt in den Fällen neu für alt. Das betrifft die Fälle, in denen eine Naturalrestitution durch Ersatzbeschaffung erfolgt. Das heißt also, es wird anstelle der zerstörten Sache eine neue gleichwertige Sache beschafft. Oftmals ist es aber nicht möglich, eine gebrauchte Sache mit genau dem gleichen Alter wie die zerstörte Sache zu finden, sondern man muss dann gezwungenermaßen eine neue Sache im Wege der Ersatzbeschaffung dem Geschädigten zur Verfügung stellen. Diese neue Sache hat aber ja einen höheren Wert als die beschädigte oder zerstörte gebrauchte Sache. Und in diesem Fall kommt dann dieser Ausgleich neu für alt, greift dann ein. Er hat also eine neue Sache für eine zerstörte alte bekommen, der Geschädigte. Und diesen Vorteil, das heißt den Mehrwert, den die neue Sache im Vergleich zur alten Sache hatte, der muss dann im Wege einer Geldzahlung ausgeglichen werden. Und das würde bedeuten, dass der Schädiger die neue Sache im Wege der Ersatzbeschaffung nur Zug um Zug leisten muss gegen Erstattung desjenigen Betrages, um den der Wert der neuen Sache den Wert der gebrauchten alten Sache, der zerstörten Sache überstiegen hat. Ja, das wäre also auch ein Fall der Vorteilsanrechnung. Ja, wenn Schadenersatz in Geld zu leisten ist oder verlangt werden kann, dann besteht hinsichtlich dieses Geldbetrages nach der ständigen Rechtsprechung des BGH Dispositionsfreiheit des Geschädigten. Das heißt, den Geldbetrag muss der Geschädigte nicht zwingend tatsächlich für die Reparatur oder für die Ersatzbeschaffung einsetzen, sondern er kann mit diesem Geldbetrag im Grunde machen, was er möchte. Er kann also davon in Urlaub fahren oder sich etwas Schönes kaufen, ins Restaurant gehen, Ähnliches. Er hat volle Dispositionsfreiheit und das führt dazu, dass der Geschädigte auch auf der Grundlage sogenannter fiktiver Reparaturkosten abrechnen kann. Das kommt vor allen Dingen wiederum bei Beschädigung eines Kraftfahrzeugs vor. Da kann der Geschädigte sich von einem Kfz-Sachverständigen ein Gutachten über die voraussichtlichen Reparaturkosten erstellen lassen und kann dann auf dieser Grundlage Schadenersatz nach 249 Absatz 2 Satz 1 verlangen. Er ist danach aber nicht gezwungen, die Reparatur tatsächlich durchzuführen, sondern er kann einfach das Geld sich vom Schädiger zahlen lassen und dann macht er mit dem Geld etwas anderes, lässt das Fahrzeug unrepariert. Das ist also im Rahmen der Dispositionsfreiheit des Geschädigten zulässig und insbesondere ist eben zulässig, diese Abrechnung, diese Schadensabrechnung auf fiktive Reparaturkostenbasis auf der Grundlage also eines Gutachtens, das die voraussichtlichen Reparaturkosten beziffert, ohne dass diese Reparatur tatsächlich durchgeführt wird. Wenn man eine solche Schadensberechnung auf der Grundlage eines Gutachtens und damit der fiktiven Reparaturkosten vornimmt, dann gibt es eine Besonderheit, das regelt 249 Absatz 2 Satz 2. Wenn man tatsächlich eine Reparatur durchführen lässt, dann muss man an die Reparaturwerkstatt nicht nur den Nettobetrag der Reparaturkosten, sondern auch die darauf entfallende Umsatzsteuer, in der Regel 19%, zahlen. Wenn man dagegen diese Reparatur in Wahrheit gar nicht durchführen lässt, dann kommt es auch gar nicht zu einer umsatzsteuerbaren Reparaturleistung. Das heißt, es fällt gar keine Umsatzsteuer an. Und dementsprechend kann in solchen Fällen, in denen
auf der Grundlage fiktiver Reparaturkosten ohne tatsächliche Durchführung der Reparatur abgerechnet wird, nach 249 Absatz 2 Satz 2 nicht der Betrag der Umsatzsteuer verlangt werden. 249 Absatz 2 Satz 2 sagt, bei der Beschädigung einer Sache schließt der nach Satz 1 erforderliche Geldbetrag die Umsatzsteuer nur mit ein, wenn und soweit sie tatsächlich angefallen ist, anders gesagt, also nur soweit die Reparatur tatsächlich durchgeführt worden ist. Dieser Grundsatz der Dispositionsfreiheit gilt nicht für Körperschäden. Da geht man also von einer Zweckbindung aus. Anderenfalls, wenn man das Geld zum Beispiel für eine notwendige Operation nach einem Körperschaden anders einsetzen würde, hätte das letztendlich zur Folge, dass man einen immateriellen Schadenersatz bekäme. Also in diesen Fällen bei Körperschäden hat man eine Zweckbindung des Geldbetrages, im Übrigen aber Dispositionsfreiheit. Bis hierhin für heute an dieser Stelle machen wir dann in der nächsten Woche dann am Dienstag zur gewohnten Zeit weiter. Wir sehen uns also am nächsten Dienstag um 16.15 Uhr wieder. Ihnen bis dahin alles Gute, frohe Ostern wünsche ich Ihnen, erholsame Feiertage und bis nächste Woche.